Flashcards ermöglichen es, einzelne Karten oder einen Satz von Karteikarten zu erstellen, die sowohl Frage als auch Antworten enthalten. Die Lernenden müssen ein Textfeld zur Antwort ausfüllen und dann ihre Lösung überprüfen. H5P-Elemente können den Schülerinnen und Schülern per QR-Code oder per Link zur Verfügung gestellt werden. Selbstverständlich ist auch eine Einbindung in It's Learning möglich. Nachdem Sie sich in der Mediathek angemeldet haben, klicken Sie zunächst auf Eigene Inhalte und wählen dann Interaktion H5P aus. Im Bereich der Neuanlage klicken Sie zunächst auf Flashcards und bestätigen mit Neu anlegen. Es öffnet sich dann eine neue Eingabemaske zum Erstellen der Flashcard. Geben Sie zunächst den Titel ein. Diesen finden Sie später auch in Ihren Interaktionen wieder. Anschließend geben Sie die Aufgabenbeschreibung ein, das heißt, worum geht es in Ihren Flashkarten. Nun erstellen wir die erste Karte. Geben Sie dazu zunächst eine Frage ein. Hier, wie heißt dieses Instrument? Und tragen anschließend die Antwort ein. Im nächsten Schritt können Sie ein Bild hinzufügen. Klicken Sie dazu auf das grüne Plus-Symbol, wählen dann das gewünschte Bild auf Ihrem Rechner aus und bestätigen die Auswahl durch Öffnen. Das Bild erscheint nun in der Flashcard-Vorlage. Nun haben Sie die Möglichkeit, weitere Optionen anzugeben. Beispielsweise, ob eine Karte erst dann aufgedeckt werden kann, wenn die Lösung eingetragen wurde, oder ob die Groß- und Kleinschreibung beachtet werden soll. Legen Sie nun weitere Karten an, indem Sie auf das blaue Plus Karten hinzufügen klicken. Tragen Sie nun die gewünschten Angaben für die zweite Karte ein und wenn Sie alle Karten angelegt haben, klicken Sie auf Neu anlegen. Die nun angelegte Flashcard finden Sie unter Eigene Inhalte, Alle Anzeigen und nun werden Ihnen alle H5P-Elemente angezeigt.